Hey ho, meine Lieben. Hallo. Wir waren ja gestern auf der IDGM und da habe ich ein leckeres Steak gegessen. Du hast keine bekommen? Nein. Und deswegen habe ich beschlossen, ich mache heute nochmal hier leckere Steaksemmeln mit Jackie-Zwiebeln. Ja, Alina mag die Zwiebeln oder überhaupt Zwiebeln nicht so gerne. Und deswegen ist es mit dem Jackie gar kein Problem. Die Zwiebeln teilen wir uns auf, oder? Warum habe ich denn jetzt bekommen? Steaksemmeln. Ich habe da Geld gegeben. Du hast da keins geholt. Nee, weil mir alles zu teuer war. Ich war einfach bisschen zu geizig dafür. Ja, deswegen mache ich das jetzt heute. Alles weitere drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Gehen wir zur Übersicht. Ach so, ja, und mich haben sie mal wieder als Werbeschlampe misshandelt. Egal. So, dann hätten wir so ziemlich alles da, was wir brauchen. Ein schönes Stück Schweinenacken, innen wahrscheinlich immer noch leicht gefroren. Wird nachher auf dem Opti-Grill rausgebrutzelt, rausgegrillt, wie man es sehen will. Salz, Pfeffer, Paprika, wieder ein bisschen Bohnenkraut mit dazu. Die werde ich nachher hier in der Schüssel dann noch ein bisschen ziehen lassen. Dann habe ich hier mal wieder die leckere Nappi-Sauce von Dolly Sauce. Ja, die habe ich gestern bekommen. Ein paar Zwiebelchen. Frische Semmelchen und natürlich nachher dann noch ein klitzekleinen Schluck Jackie. Da sind wir heute sehr vorsichtig, weil sonst wird es einfach zu heftig. Da. Ich rede gar nicht lang. Das seht ihr nachher gleich. Ja, und ich werde jetzt erstmal das Fleisch bearbeiten, dass wir unsere Steaks machen können, würzen können. So. Ich brauche erstmal ein Messerchen. Das dürfen ruhig ein bisschen dickere Scheibchen sein. Wir wollen ja was zwischen die Kiemen haben. Ich verarbeite das jetzt gleich komplett. Mal zwei draus. Ja, und dann geht's schon ans Würzen. Das ist ganz einfach. Salz, Pfeffer, Paprika drüber. Gut ist. Mehr braucht man da wirklich nicht. Und dann noch ein bisschen Bohnenkraut. Ein bisschen habe ich gesagt. So. Dann schichte ich die hier gleich mal rein und würze die gleichzeitig dann von der anderen Seite noch. Selbe Spiel wie vorhin. So, dalle. Steak soweit fertig gewürzt. Reicht. Lassen wir jetzt noch ein bisschen stehen. Da können sie noch ein bisschen durchtauen, bevor sie nachher dann auf den Opti-Grill kommen. Spatzel macht hier schon die Zwiebeln klein schnippeln. Und ja, weiter geht's dann am Herd mit dem Zwiebeln schmoren. Würzung. Leute, ich sag's gleich, ich bin heute noch nicht ganz fit. Ich bin irgendwie immer noch müde. War ein langer Tag gestern, aber ich will Steak sammeln. Zwiebelchen werden jetzt ja, ganz einfach angeschmort. Und wenn es dann eben mit den Zutaten da rein weitergeht,
hole ich euch wieder dazu. So, Leute, jetzt kommt der Schuss Jackie hinzu. Ja, noch ein bisschen. Das könnte fast zu wenig sein. Ja, dann gut, jetzt reicht's aber. Das gibt's lecker Steak, Sammy. Wer sich vielleicht über den Krach im Hintergrund wundert, es läuft soeben live die Preisvergabe, Gewinnerbekanntgabe bei der GBA. Und das lassen wir natürlich auf YouTube im Hintergrund laufen. Ja. Ja, und jetzt ein Sputz von der Nappi-Sauce noch mit rein. Und das reicht. Das lassen wir jetzt ein bisschen karamellisieren. Und dann sind unsere Zwiebelchen schon fertig. Dann darf der Herd noch ein bisschen abkühlen wieder. Nicht, dass der Opti-Grill nachher hier der Boden zusammenschmilzt. Ja, und dann geht's weiter. Aber Leute, riechen tun die gut. So, dann schmeißen wir mal den Grill an. Steak ist schon. Ja, machen wir scharfes Anbraten an. Steak. Okay. Und dann lassen wir jetzt den Grill vorheizen. Und nachher kommen sie dann gleich drauf. Du hat's gemacht. Und ja, jetzt können wir unsere Steaks hier reinpfeffern. Schauen wir mal, wie viel ich auf einmal drauf kriege. Einmal. Zweimal. Ja, drei. Und das kleine vielleicht noch am Rand hier. Ja. Klappe zu, grillen lassen, bis komplett durch und fertig. So, und hier bei Medium, schau mal ganz kurz rein. Huibu, oh, sehen die geil aus. Und wieder zu. Da, fertig, Sans. Jeha! Ja, so. Tun wir sie mal runter hier. Oh, geil. Ja. Noch mal kurz zumachen, dass er sich wieder aufheizen kann. Nachlegen, okay. Heizt wieder vor und ich gehe jetzt rüber und baue mal die erste Steaksemmel zusammen. Freunde, und ja, ganz unten drin, da war es nicht viel Unterschied zu meiner teuren 7 Euro Steaksemmel gestern. Schön die Zwiebeln drauf, bloß dass die hier wahrscheinlich noch ein bisschen besser sind. So, der Rest gehört Spatzel. Und dann ein leckeres Steak. Oh, ja, komm. Ich sag's ganz ehrlich, ich wollte jetzt eigentlich zwei drauf tun, aber das wäre übertrieben gewesen. Ich muss schnell nachlegen hier drüben. Aber wie gesagt, gerade eben, das wäre vielleicht jetzt doch übertrieben gewesen. Zwei Steaks hier drauf. Dann schön Barbecue-Soße. Und fertig ist die erste Steaksemmel. Jawohl. Ich lasse jetzt die Mädels selber machen. Die können nach eigenem Geschmack hier ihre Steaks Semmeln zusammenbauen. Und verdrücke mich auf die Seite fürs Probierende. So, Leute. Und jetzt erst einmal die Steaksemmel probieren. Richtig geil. Lecker. Ich esse jetzt, machen Ventilator an, dass es hier den ganzen Smog rausbläst, weil auch der Optik raucht ein bisschen, ja. Lecker. So, dann kommen wir noch zum Fazit. Vorher mache ich wahrscheinlich den Ventilator noch aus. Dann stört es vielleicht nicht ganz so. Das nenne ich jetzt eine ehrliche Steaksemmel. Normaler Preis, weil selber alles eingekauft.
mit der Nappi-Soße bei mir sehr, sehr lecker. Die Zwiebeln, einen richtig feinen Jackie-Geschmack, ganz leicht, war nicht zu viel, nicht zu wenig, richtig, richtig geil. Also, ich bin nach dieser Steak-Semmel satt erst einmal. Ich bin auch satt, mein Schatz. Ja, du hast dir eine andere Soße drauf getan, aber war trotzdem lecker, oder? War trotzdem lecker. Sehr schön. Alina, ich hab's ja gewusst, die hat sich Ketchup-Mayo draufgehauen, war aber auch sehr zufrieden damit. Die ist gerade in die Badewanne gehüpft und kann hier kein Fazit mit abgeben aus dem Hintergrund. Aber wir sind alle rundum glücklich und zufrieden. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Opti-Grill ist wirklich eine geile Alternative. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.